Derzeit herrscht bei den Eispiraten Grimmitschau eine eher angespannte Stimmung. Zum einen ist das Team von vielen personellen Ausfällen geprägt, aber auch die Punkte lassen seit einigen Spielen auf sich warten. Seit 7 Spielen sind die Mannen von Trainer Marian Basani punktlos. Den Kopf in den Sand stecken bringt aber nichts, das weiß man bei den Westsachsen genau. Der Puck wollte in den letzten Spielen nicht so wirklich ins Tor. Am vergangenen Wochenende gingen die Piraten nicht nur punktlos, sondern auch torlos vom Eis. Nicht immer aber spiegelt das Ergebnis das eigentliche Spiel wider. Nicht immer siegt die Mannschaft, die eigentlich besser gespielt hat. Das weiß auch Routinier Felix Thomas und fand klare Worte zu den beiden Niederlagen am vergangenen Wochenende. Ich finde, gegen Freiburg haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns über die kompletten 60 Minuten die Chance gegeben, das Spiel noch zu drehen und den Ausgleich zu schießen oder sogar auch zu gewinnen. Das Spiel gegen Bayreuth, auch wieder die Chancen nicht genutzt. Wir hatten viele gute Chancen, haben gut hinten rausgespielt. Einzig und allein der Abschluss, der hat gefehlt. Der Torriecher, die Entschlossenheit einfach vorm Tor. Das muss zurückkommen. Das ist für mich gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da einfach besser werden. Und wir haben heute im Training auch alle versucht, wirklich aus jeder Situation Tor zu machen oder einfach einen harten, gezielten Schuss aufs Tor zu bringen. Nicht nochmal irgendwie querspielen oder irgendwas. Einfach halten. Dass man sich derzeit in einem Tal befindet, weiß man im Team der Eispiraten. Das möchte man auch keinesfalls schönreden. Jedoch bringt es nun nichts, sich zu vergraben. Man muss angreifen, an seine Stärken glauben und den Spaß am Eishockeyspielen nicht verlieren. Am kommenden Wochenende warten nun wieder 2 harte Gegner auf die Grimmitschauer. Am Freitag um 20 Uhr kommen die Krefeld-Pinguine in den Sahnpark. Am Sonntag um 14.30 Uhr sind die Eispiraten dann bei den Kassel Huskies zu Gast. Für uns ist jeder Gegner gerade eine große Aufgabe. Wir können einfach nur versuchen, so weiterzuspielen, viel zu kämpfen, unsere Zweikämpfe zu gewinnen und uns einfach immer wieder die Möglichkeit geben, Chancen zu kreieren und Tore zu schießen. Und das ist alles, was zählt. Ich meine, viele Spiele in der Vergangenheit waren so knapp und wurden im Endeffekt mit einem Tor Unterschied entschieden. Und hätten wir zu den richtigen Augenblicken, in den richtigen Momenten einfach die Tore gemacht, dann wären Spiele ganz anders ausgegangen. Und gerade ist es so, dass wir uns in einer schlechten Phase befinden, in einer kleinen Talfahrt und uns gerade jegliche Unachtsamkeit, egal ob es vorne, hinten, wo auch immer, uns sofort das Genick bricht. Und das müssen wir versuchen abzustellen und einfach mutig, befreit, positiv denkend nach vorne spielen und in das Spiel reingehen. Nach wie vor ist es jedoch wichtig, dass die Fans weiterhin hinter dem Team stehen und ins Stadion kommen. Diesen Wunsch hat auch der Abwehrmann der Westsachsen. Ja, und was auch ganz wichtig ist, ist der Zusammenhalt. Also nicht nur im Team, sondern einfach im Verein. Uns sind die Fans sehr, sehr wichtig. Ich sag mal, das haben wir verdient mit den Taschentüchern und wir haben die Schnauze voll und sowas. Das ist alles okay und wir haben genauso die Schnauze voll. Wir haben auch keinen Bock darauf, um welche Spiele zu verlieren. Gerade wenn man 40 Minuten den Ton angibt, die Kontrolle hat und das tut uns genauso weh wie den Fans. Und klar, wir sind in der Verantwortung, das jetzt zu drehen, aber das können wir halt nur gemeinsam schaffen und eben halt deswegen sind die Fans sehr, sehr wichtig und wir hoffen auf Zuspruch und auf Zusammenhalt und das ist so das A und O. Dann hoffen wir auf ein volles Stadion am Freitag und wichtige Punkte im Kampf nach oben am kommenden Wochenende.